Hallo, ich möchte euch halt mal ein bisschen ein paar Dinge zeigen, die ich mache, wenn ich meine Videos aufnehme. Und zwar wurde ja die Frage unter mein Video gestellt, ob ich das mal machen kann. Also ich bin selber erst Anfänger, ihr seht es, ich habe noch nicht wirklich viele Abonnenten. Aber ich kann euch gerne mal zeigen, was ich so als Anfänger mache und wie ich meine Videos schneide und ja, wie man das halt auch mit wenig Geld beziehungsweise gar keinem Geld machen kann, weil ich glaube, es gibt viele YouTube-Anfänger, die das einfach interessiert, wie man denn als Anfänger am besten anfängt. Ich habe damals damit angefangen, dass ich einfach gegoogelt habe, welche Programme sind die besten dafür, weil ich wollte jetzt auch nicht gleich anfangen und sagen, ich gebe jetzt hier gleich ein Vermögen aus. Das war mir jetzt irgendwie es nicht wert gleich, weil man weiß ja nicht. Halte ich es durch? Mache ich das wirklich gerne? Macht es mir Spaß? Und dann hast du die Programme gekauft für viel, viel Geld und dann macht es dir gar keinen Spaß. Und deswegen stelle ich euch jetzt einfach mal die Programme vor, die ich benutze und zeige euch mal, wie ich sie benutze. Und zwar als allererstes zeige ich euch OBS Studio. Und zwar seht ihr das jetzt hier. Letzte Programm. OBS 24.0.3. Die Version habe ich gerade. Ihr seht auch, ich nehme damit gerade auf. Dort habe ich jetzt bestimmte Einstellungen getätigt. Die kann man hier einfach über den Filter, kann man hier bestimmte Sachen einstellen, damit mein Mikrofon gut klingt, weil ihr seht, ich habe nur ein Headset auf. Was wir halt noch zu Hause hatten, ist zwar ein relativ gutes Headset, fragt mich nicht welches. Es ist aber auch relativ teuer. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch alles unten in der Infobox. Dann seht ihr auch genau, welches Headset das ist oder welche Tastatur ich benutze, welche Maus ich benutze, welchen Monitor ich benutze, welche Kamera. Ich verlinke euch das, wie gesagt, alles unten. Hier seht ihr das Programm, das verlinke ich euch auch nochmal. Hier habe ich jetzt Rauschunterdrückung eingestellt. Das könnt ihr ganz einfach hier über das Plus und dann könnt ihr ganz einfach hier Rauschunterdrückung einstellen. Ich habe mir dazu ein Video angeguckt, wie man das genau alles einstellt. Ich kann euch dieses Video auch gern mal unten verlinken oder wenn ihr genaue Fragen habt, kann ich euch auch gerne zeigen, wie ich es eingestellt habe. Aber das würde jetzt einfach den Rahmen des Videos sprengen. Genau, damit nehme ich jetzt quasi meinen Bildschirm auf und meinen Ton, weil ich finde nämlich, ich nehme ja auch mein Bild auf, sonst würdet ihr mich ja nicht sehen. Und über dieses Programm. Auch den Ton aufzunehmen hört sich ganz furchtbar an. Macht es nicht. Macht es nicht. Versucht lieber es zu synchronisieren. Ich zeige euch auch gleich, wie ich das synchronisiere, weil ich habe nämlich gerade ein Video. Das habt ihr dann schon gesehen, wenn ihr dieses Video seht. Das werde ich jetzt quasi mit euch zusammen ein bisschen schneiden, damit ihr seht, wie ich das mache. Ich gehe jetzt erstmal aus diesem Programm wieder raus und da seht ihr hier schon mein Webcam-Programm. Und das ist von Logitech, weil ich habe auch eine Logitech-Kamera. Die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Wieder mit dem Link. Hier ist jetzt nicht Großes eingestellt, nur dass die Bildfrequenz wichtig ist, weil ich habe um meine Kamera ein Ringlicht. Ich kann dann mal hier irgendwo ein Bild davon reinstellen, wie das aussieht, was mir ins Gesicht leuchtet und dadurch sehe ich so wundervoll aus. Nein, Spaß. Dadurch ist mein Gesicht halt so gut beleuchtet. Auch das war nicht teuer. Ich verlinke euch auch dieses unten in der Infobox. Das ist auch unter meinen ganzen Videos verlinkt, weil mir war es wichtig, dass man das am Schreibtisch festmachen kann, weil wir haben hinterm Schreibtisch keinen Platz, um da irgendwas hinzustellen. Viele sind ja mit Stativ und man kann die Kamera da drauf schrauben. Aber auch das Handy mit einem Aufsatz fürs Handy. Wenn man zum Beispiel mache ich meine Bilder für meine Thumbnails, mache ich meine Bilder immer mit dem Handy, weil ich finde, die Kamera hat einfach nicht so eine gute Bildqualität für Bilder. Also ich finde das Video jetzt so okay. Ja, aber für Bilder ist es einfach nicht so geeignet. So, und dann mache ich das jetzt mal zu und dann seht ihr, hier ist mein Ordner. Und dann seht ihr hier die Produkte oder die Programme, die ich benutze. Und zwar benutze ich DaVinci Resolve. Auch das verlinke ich euch. Unten in der Infobox benutze ich, um meine Videos zu schneiden. Und da sind wir schon in dem Programm drin. Und zwar geht ihr dann einfach auf neues Projekt. Das Projekt heißt jetzt, ich nenne das immer also Legacy Challenge. Ich mache da immer Abkürzungen. Ich weiß gar nicht, welche Folge es ist. Ich glaube, die 9. Und dann gehen wir auf Create. Und dann öffnet sich dieses Fenster.
Und das ist jetzt das Programm, mit dem ich schneide. Dann suche ich hier die Programme raus, die Videos raus, die ich brauche. Ich brauche das Intro. Na, ich brauche das Aufgenommene. Das war aus Versehen ein Bild, das ich vorhin versehentlich gemacht habe. Und ich brauche die Datei, wo das Video quasi aufgenommen ist. So, das ist jetzt alles das, was ich jetzt brauche. Dann schiebe ich mir als erstes immer die Datei mit dem Video an sich unten in die Dings und dann sehe ich, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Und zwar seht ihr hier unten, wenn die Kamera anfängt, 1, 2, 3, dann zählt es halt so runter und auf diese Sekunde oder diesen Frame, wo es dann geht, schneide ich das Video und kürze es weg. Und dann weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt das hier drauf sitze, bin ich synchron. So, Vorführeffekt und es klappt nicht. Tada, kein Hexenwerk. Alles geht irgendwie. und dann gucke ich halt, wo ich aufhöre zu reden, weil am Anfang meiner Videos sieht man ja immer mich, wie ich rede und dann kommt mein Intro. Ich spule jetzt mal kurz vor bis zu der Szene, wo ich quasi diesen Cut mache und zeige euch, wie ich das Intro einfüge. Genau, an dieser Stelle sind wir jetzt angekommen. Hier soll jetzt mein Intro rein. Klicke ich das Intro an und gehe hier über dieses Einfügesymbol. Also wie gesagt, ich bin auch erst Anfänger. Ich kann das Programm jetzt auch noch nicht so gut. Und dann gehe ich über diese Edit-Spalte auf das Intro, weil ich habe leider einen kleinen Fehler in dem Intro und ich habe es noch nicht beschnitten, weil ich blöd bin. Hä, Hust. Und dann schneide ich mir das halt jedes Mal neu zu. Starte ich es einfach komplett einmal zuschneide und mir so abspeichere, aber wäre ja zu einfach. Und das Wichtigste an der Stelle ist, dass ich hier, ihr seht diese kleinen Pupsels da, damit kann man das so ein bisschen, so einen kleinen Übergang reinbringen. Hier unten mache ich das immer so weit wie möglich, damit man das nicht sieht. Ich zeige euch gleich warum. Und zwar bringe ich dann hier immer so einen kleinen Übergang rein. So, also so ist es, wenn ich das jetzt nicht drin habe. Das ist halt so eine krasse Kante. Und dann kommt dann hier halt diese krasse Kante wieder zurück. So. Und dann kann man hier so ein bisschen was machen. Ich mache hier unten immer ein bisschen mehr. Man kann sich das ja dann selber so, wie man es halt gerne will, machen. So. Wie gesagt, hier, ich zeige euch das ganz kurz. Hier unten muss man immer ein bisschen mehr wegnehmen, weil sonst, man sieht das sonst. Genau jetzt. Seht ihr das? Deswegen muss man hier unten immer ein bisschen mehr wegnehmen. So. Ich mache das jetzt einfach mal für das Stück und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Das Ergebnis. So. Jetzt fragt ihr euch sicher, und wie kriegst du jetzt dein Bild da oben rein? Ganz einfache Situation. Ich klicke auf diesen Streifen, wo mein Bild ist. Ich schneide das dann immer nochmal zu, weil ich will nicht dieses XXXL-Bild da drin haben. Dann schneide ich da so zu. Ups. Macht das immer auf die gleiche Größe. Das müsst ihr dann entscheiden, welches eure Größe ist. Und dann schiebe ich mir das hier drüben. Also hier über den Inspektor macht ihr dieses Feld hier auf. Und dann könnt ihr das so in die Ecke schieben, wie ihr das gerne wollt. Genau. Und dann sieht das Ganze so aus. Und das war jetzt kein Hexenwerk. Genau. Ich zeige euch jetzt nochmal das Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel Text einfügen wollt, dann geht er hier drüben über. Also hier über diese Effects Library, da wo meine Maus ist. Und dann könnt ihr hier Titles, Text, zieht den da rein. Wieder über diesen Inspektor hier oben. Hier, wenn ich ihn ausschalte, geht das weg. Und dann könnt ihr, wenn ihr jetzt da drauf geht, so, könnt ihr dann hier irgendeinen Titel eingeben. Und könnt den dann auch hier die Farbe bearbeiten. Und allen möglichen Quatsch. Ne? So.
Das ist jetzt erstmal das Grobe, was ich tue. Ich lösche das jetzt mal wieder da raus. Das brauchen wir nicht. Was ich mir immer noch ganz gerne mache, ich gebe diesen Clips Farben. Und zwar aus diesem einen Grund, dass man dann eine bessere Übersicht hat. Und zwar ist das hier dann zum Beispiel einfach pink. So, und wenn ihr dann das hier seht, in dem Dings seht ihr dann hier, oben ist mein Bild, unten ist das Bildschirmbild und hier ist mein Intro. Genau, das ist alles zum Thema Schnitt. Ich würde jetzt erstmal mein Video fertig schneiden und dann zeige ich euch, wie ich das mit dem Thumbnail mache. Bis gleich. Nochmal ganz kurz, und zwar, wenn ihr jetzt, zum Beispiel habe ich jetzt hier ein Stück rausgeschnitten, man schneidet ja auch aus einem Video immer ein Stück raus. Hier oben seht ihr, mein Video ist jetzt 46 Minuten lang. Das ist ein bisschen lang, das kann ich so nicht auf YouTube hochschneiden, hoch tun. Dafür drückt ihr diese Größer-Taste und markiert diese beiden Lines, die ihr löschen wollt. Und dann einfach auf diesen Zurück-Pfeil. Und dann löscht ihr das und das andere rutscht nach. Was ich noch sagen wollte, zum Beispiel, wenn ihr jetzt Musik habt, ihr könnt auf YouTube, einen Moment, ich zeige euch das. Wir sind jetzt auf meinem YouTube-Studio und da könnt ihr jetzt hier auf Audio-Mediathek gehen, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Problem Musik. Hier gibt es unfassbar viel Musik. Also ich arbeite zurzeit nur mit dieser Musik, weil ich mich halt einfach noch nicht traue, andere Musik zu nehmen oder einfach keine Lust darauf habe, Geld zu zahlen. Ihr habt ihr Musik und Soundeffekte, die ihr einfach runterladen könnt. Hier steht meistens noch dabei, du kannst diesen Song in jedem deiner Videos verwenden. Manchmal steht da, ihr müsst den erwähnen, der das gemacht hat, oder ihr müsst das Lied an sich erwähnen. Das müsst ihr halt beachten, das ist sehr wichtig. Hier könnt ihr es dann einfach runterladen. Und ich lade mir es immer in einen Ordner runter, der heißt bei mir Musik. Und wenn ihr dann hier drinne seid, kann ich dann hier auf meinen Musikordner gehen und sehe hier meine ganzen Lieder. Ich ziehe mir das jetzt einfach mal da rein und zeige euch mal kurz. Ich nehme dann einfach dieses Lied und setze das hier unten dran. Vorführeffekt. So, setzt das da unten dran. Und dann könnt ihr diesen Musikstreifen genauso schneiden wie auch die anderen. Wenn ihr zurückgehen wollt, String und Z, und ihr könnt alles, was ihr getan habt, rückgängig machen. Genau, mehr sollte es jetzt erstmal dazu nicht zu wissen geben, zu diesem Programm. Ich finde, dieses Programm ist schon ein bisschen schwierig und ein bisschen kompliziert, da es auch nur auf Englisch ist, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran und es gibt so viele YouTube-Videos, die das Programm erklären. Ich habe mich da auch relativ schnell reingefuchst gehabt. Ich mache jetzt YouTube, glaube ich, seit einem Monat oder so. Und ich habe das mir relativ schnell selber beigebracht, wie das Programm funktioniert. Klar, es ist viel mit Probieren und Können und so, aber es geht. Das Programm stürzt manchmal ab. Immer mit String S speichern. Wichtig. Wir sehen uns nach dem Schnitt. Und hier sind wir jetzt zurück. Also in dem Programm DaVinci Resolve mit meinem fertig geschnittenen Video. So sieht es aus, wenn ich ein Video fertig geschnitten habe. Also hier sind richtig viele Cuts drin, weil meine Videos sind immer so eine Stunde lang, eine Dreiviertelstunde lang und ich muss das ja runterbrechen quasi, weil niemand, wirklich niemand, guckt sich ein Video an, was über 30 Minuten geht. Außer es ist unfassbar spannend. Aber eigentlich, immer so um die 20 Minuten. Manchmal, also eigentlich mache ich es lieber noch kürzer. Und dann müsst ihr das Ganze natürlich speichern. Ich speichere das meistens hier über diesen Quick Export, dann einfach Export. Dann gehe ich auf den entsprechenden Ordner. Oh, das ist der falsche Ordner. Und zwar habe ich hier meine Legacy Challenge. Und ich war sogar richtig mit der neuen. Dann nehme ich mir immer den Namen an, ändere hier hinten die Zahl und speichere das Ganze. Das dauert jetzt eine Weile. In der Zeit mache ich meistens dann meine Thumbnails. Dazu gehe ich aus dem Programm raus und gehe zu GIMP. Und zwar mache ich während des Spiels ab und zu immer ein paar Bilder und halt auch natürlich ein Bild von mir, was natürlich dann in das Video reinkommt, also auf das Bild draufkommt. Weil ich weiß nicht, es kommt immer besser, wenn da noch mal ein Bild von einem selber drauf ist. Ich finde auch einfach, sieht schöner aus. Jetzt haben wir GIMP geöffnet. Auch GIMP ist ein kostenloses Programm und ein super Ersatz für
Photoshop erstmal für den Anfang. Also klar, es ist jetzt nicht mit Photoshop zu vergleichen, sonst würden viel alle GIMP nutzen. Aber ich finde es für den Anfang ausreichend, vor allen Dingen dafür ausreichend, dass man ja nur ein Bild bearbeiten möchte. Und zwar gehen wir dafür jetzt einfach dahin, wo meine Screenshots gespeichert sind. Eure Screenshots sind bestimmt woanders gespeichert. Und dann sucht ihr hier das entsprechende Screenshot aus. Jetzt wollt ihr natürlich da was ausschneiden. Upsi. Ihr könnt ranzoomen mit String und String. Und dem Mausrad. Und bewegen könnt ihr das Ganze einfach nur mit dem Mausrad halt hoch und runter und hier unten halt mit dieser Zeile. Ich zoome halt jetzt erstmal hier ran und versuche mich hier jetzt in die perfekte Position zu bringen. Und dann gehe ich hier auf dieses freie Auswahl Dingsen. Und dann kann man hier ausschneiden. Und man muss dann halt gucken, wie es am besten passt. Und ich schneide das Ganze jetzt aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. Jetzt habe ich die gute ausgeschnitten. Natürlich wollen wir jetzt nicht, dass das jetzt so kantig wird. Deswegen gehen wir hier auf Auswahl und dann auf Ausblenden. Und dann können wir 5000 reichen, glaube ich. Macht ihr einfach 5000 Pixel oder wie auch immer ihr das lieber mögt. Dann auf String, Copy, String, V. Und dann öffnet sich hier drüben eine neue Ebene. Da klickt ihr mit Rechtsklick drauf zur neuen Ebene. Und jetzt, wenn ihr jetzt das untere ausblendet, tada! Steht sie da alleine. Und das ist genau das, was ihr dann braucht. Ihr geht dann einfach auf Datei speichern. Speichern als und dann speichert ihr das in den Ordner, wo ihr es reinhaben wollt. Ich meistens in den hier. Exportieren. So, das mache ich dann mit allen Bildern, die ich mir quasi für meinen Hintergrund gedacht habe. Ich mache das jetzt und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann alles zusammenbaue. Und da sind wir. Ich habe hier jetzt immer so eine Vorlage, die habe ich einfach schon gespeichert. Da füge ich mir dann immer ein Hintergrundbild ein. Dann habe ich erstmal quasi den Hintergrund. Da drauf füge ich jetzt die anderen Bilder einfach nur ein. Mehr mache ich auch nicht. Also es ist kein Hexenwerk. Das kriegen, glaube, alle hin. Genau, das ist jetzt mein Thumbnail. Also es ist kein Hexenwerk. Das kriegt jeder, glaube ich, hin. Davon mache ich dann einfach einen Screenshot, warum ich bei Word bearbeite. Ich weiß nicht, ich komme damit einfach gut klar. Aber das muss jeder für sich wissen. Viele sagen auch, sie kommen mit GIMP besser klar und dann bearbeitet das ruhig dort. Ich mache das lieber hier. Hier habe ich meine Vorlagen gespeichert. Und da ist es am einfachsten. Genau, so sieht das jetzt aus. Total süß, finde ich. Und ich zeige euch jetzt gleich, wie ich das denn alles jetzt hochlade. Als allererstes gehe ich auf meinen YouTube-Channel und dann hier drüben auf Hochladen. Dann fragt ihr dich schon, welche Datei. Dann wähle ich natürlich als erstes schnell die Datei aus. Es braucht auf jeden Fall eine Weile, bis das alles oben ist. Und dann muss man hier oben einfach irgendeinen Titel eingeben. Ich mache das jetzt alles fertig. Hier ladet ihr übrigens euer Thumbnail hoch und dann ist es da schon. Ich mache dann hier jetzt alles fertig, fülle das alles aus, mache dann hier hinten bei der Sichtbarkeit, stelle ich ein, wann das Video gesehen werden soll. Meistens lade ich es nicht gleich hoch, weil ich habe ja feste Zeiten. Und sonst gibt es da eigentlich nichts weiter zu wissen. Noch ganz kurz zu meinem Computer. Keine Ahnung, fragt mich bitte nichts über den Computer. Also wenn euch was Genaueres interessiert, kann ich die Frage gern weitergeben an meinen Freund, weil das Ding hat er selber zusammengebaut. Keine Ahnung. Ich habe nur Schraubenzieher gehalten und mehr auch nicht. Deswegen ist jetzt, also wenn ihr irgendwelche besonderen Fragen habt, stellt die einfach in die Kommentare. Dann werde ich die Fragen weitergeben und sie beantworten. Ja, und das war's eigentlich. So einfach ist YouTube, wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt. Wie lange ich für meine Videos brauche? Also meistens so schon. Ich habe heute um 10 angefangen. Naja, halb 11. Ich war noch bei meiner Nachbarin einen Kaffee trinken. Also ich brauche schon die 3,5 bis 4 Stunden für ein einziges Video mit Aufnahme und Schnitt. Ich nehme mir aber auch die Zeit, weil mir ist es sehr wichtig, dass die Videos gut werden und dass sie so werden, dass sie mich selbst überzeugen. Und ich möchte, also mir ist es sehr wichtig. Ihr müsst selber entscheiden, wie viel Zeit ihr in eure Videos reinsteckt oder wie viel Zeit ihr braucht.
Natürlich, es gibt auch Videos, wenn ich jetzt Challenges mache, die sind super schnell geschnitten. Da bin ich 2 Stunden, zack, bin ich durch. Die nehme ich auf, dann wird das geschnitten, dann wird dann noch irgendwo was schneller gemacht. Und dann war es das auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Wir sehen uns später. Tschüss!